Hallo YouTube, ich habe mal wieder ein Video für euch. Und ja, wie ihr sicherlich oben am Titel erkennen konntet und auch unschwer am Bild, gibt es heute nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder einen Energy Drink Review bzw. Test. Und ja, ich denke mal, ohne jetzt viel drum herum zu reden, gehe ich einfach mal näher auf die Dose bzw. das Getränk an sich ein. Ja, wie gesagt, wie es oben schon im Titel steht, handelt es sich hierbei um einen Arizona Energy Drink. Ja, vielleicht habt ihr schon gemerkt, dieses Getränk oder diesen Energy Drink gibt es in Deutschland leider nicht. Ich habe diesen aus einem, um das mal vorweg zu erklären, aus einem Importladen oder so, ja, sowas in der Art, so ein, ja, Importladen, genau, aus Kaiserslautern. Aber ob es das Getränk an sich überhaupt noch gibt oder so noch, ja, so noch gibt, weiß ich jetzt nicht mehr. Manche haben es auch von der Website gekauft, aber das ist schon etwas länger. Ich habe da schon, ja, gut. Letztes Jahr, also 2015, Anfang 2015, Mitte 2015 ungefähr, ja, oder Anfang 2015 gekauft, oder ja, und seitdem steht es mehr oder weniger rum. Und ich kam bis jetzt noch nicht dazu, dieses Getränk zu reviewen, aber wie gesagt, heute ist endlich mal die Zeit gekommen und ich habe die Zeit gefunden, das zu machen. Aber wie gesagt, habe ich aus Kaiserslautern, aus einem Importladen, werde ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Und ja, ansonsten, wie gesagt, manche haben es auch von irgendeiner Website, aber ich weiß nicht, ob es das Getränk an sich so noch gibt. Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, gab es es da noch, aber ob das jetzt noch der Fall ist, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich verlinke euch den Shop unten, da könnt ihr mal stöbern. Aber wie gesagt, das Getränk an sich weiß ich nicht, ob es es so noch gibt. Aber ja, ich gehe mal, wie gesagt, genau auf die Dose ein, die ich finde, sehr cool aussieht. Ich finde zumindest, vorne prangert ein A und ein Z, ein A und ein Z, wie Arizona oder für Arizona. Auf dem A haben wir eine goldene Krone mit Kronjuwelen und Smaragden, Diamanten, was auch immer. Unten haben wir Energy stehen. Ja, dann einmal an der Seite, was hier mit einem Sticker überklebt wird, haben wir einmal Arizona. Kennt ihr sich das oder dieses Muster von oder diese Anordnung von Text, kennt ihr vielleicht von Rockstar. Und hier nochmal und rechts unten Energy. Dann haben wir an sich, gehe ich später nochmal drauf ein, die Facts. Und ansonsten haben wir im Hintergrund Graffiti, was ich an der Dose wirklich cool finde. Es ist in Schwarz und mit goldenen Graffiti-Umrissen. Geht einmal, zieht sich einmal komplett um die Dose rum, was ich cool finde. Nur hier unten haben wir dann dasselbe, geht es in Weiß-Silber über. Und das finde ich richtig cool aus. Und hier haben wir Arizona Beverage oder BEV Company, Beverage Company. Auch oben haben wir auch, finden wir auch bei anderen Energy Drinks vor, B-Vitamins, Taurin, Ginseng, Low-Carnitin und Guarana. Ansonsten nochmal hier Arizona Energy und hier nochmal No Preservations, No Artificial Color, No Artificial Flavor. Ja, Ingredients kann ich euch mal hier, könnt ihr euch ja durchlesen, die lese ich jetzt nicht alle vor. Zum Beispiel Orange Blossom Honey, Mango Puree und so weiter, High Fructose Corn Syrup. Bin ich wie gesagt sehr gespannt. Wie gesagt, das war aus einem Importshop, man kann die Dose zurückgeben. Ansonsten seht ihr, es ist überklebt, das Pfandzeichen. Es ist eine nicht deutsche Dose. Ansonsten hier haben wir auch mal Contains 10% Juice, 10% Saft. Pro wie viel? 250 Milliliter haben wir so viel. Was haben wir davon an Zucker? War das da unten irgendwo? Ja. Moment. 26 Gramm Zucker. Ja. Ganz ordentlich. Aber wie gesagt, könnt ihr euch ja mal anschauen. Hier ist leider etwas überklebt. An American Company. No, Pecans not coming for. Wie es auch auf den Energy Drink Dosen steht. Arizona Green Energy Drink. Kohlensäurehaltiges, gefiltertes Wasser, Maissirup mit hohem Fructosegehalt, Beerensaft aus Konzentrat, Apfelsaft aus Konzentrat, Orangenblütenhonig, Mangopüre, natürliche Aromen, Zitronensäure, Pfirsichsaft aus Konzentrat, Vitamin C, Monokaliumphosphat, Beta-Carotin, irgendwas, Calciumphosphat, bla bla bla, Vitamin B12. Das wie gesagt auf so einem kleinen Sticker. Aber ja, ansonsten an sich eine sehr, sehr coole Dose. Und ja, oben haben wir ein silbernes Top und einen grünen Tab, was ich wie gesagt cool finde. Das könnten die ruhig in Deutschland öfters machen.
Aber naja, mal gucken. Unten silberner Boden, ganz normal. An sich, wie gesagt, eine sehr coole Dose, welche ich auch dieses Mal, wie meine, vielleicht habt ihr es ja verfolgt, für meine schon etwas längeren Zuschauer, meine Monster Java oder Java, je nachdem, findet ihr auch in den Videos, habe ich auch einmal von unten geöffnet. Ja, weil ich diese Dose auch, wie gesagt, die gibt es nicht mehr, wird sie noch geben, wäre es mir eigentlich Schnuppe oder hätte ich zwei davon, würde ich sie von oben öffnen. Aber ich mache es von unten, weil ich diese Dose in meine Sammlung aufnehmen werde und deshalb werde ich sie von unten öffnen. Ich habe hier mal Papier mitgebracht, falls was daneben geht. Ja, und dann werde ich da mal gucken, dass ich da einigermaßen zwei gute Löcher reinkriege. Wünscht mir Glück. Ich hoffe mal, das geht jetzt nicht schief. Ah. So, ein Loch haben wir schon mal drin. Riecht schon mal nicht schlecht. Machen wir noch eins auf der anderen Seite, dass das besser rauskommt. Ich habe die jetzt nicht geschüttelt. Ich hoffe mal, man sollte jetzt auch nicht schütteln. Kann man ja nochmal umrühren. Ah, ist ja Arizona. Ja, dann mach mal, schüttel ich die nochmal kurz. Mache ich die mal zu. Schüttel ich die mal. Kommt schon ein bisschen raus. Ja, ist Kohlensäure drin. Aber ja. Holen wir mal ein Glas daher und schütten mal ein und versuchen zumindest nichts. Ja. Mir auch besser vorgestellt. Guckst du mal, dass ich es ein bisschen größer mache. Na, ja, habe ich mir auch besser vorgestellt. Aber naja, man kann ja nichts machen. Naja, es soll ja nur zur Veranschaulichung sein. Sprudelt ganz schön. Das sollte, denke ich, mal reichen. Ah. Na komm. So, ja, gelblich, Orangensaft. Ähnlich und nicht Orangen, was sage ich? Ja, doch ein bisschen Orangensaft ähnlich oder Fanta ähnlich. Ja, trifft es genau. Ist relativ ja orange. Jetzt nichts Spannendes, keine spannende Farbe. Riecht sehr stark nach. Wie kann ich es? Ah, genau. Eistee von Lipton. Die kennt ihr bestimmt in den Dosen, in den 0,33 Dosen oder in den kleinen Dosen. Lipton Sparkling. Wenn ihr die Dose aufmacht, also öffnet und dran riecht, genauso riecht diese, ist der erste Geruch. Ist jetzt nicht so geruchsstark, aber riecht sehr interessant. Die Kohlensäure kommt gut durch. Aber ja, Mango, Pfirsich, sowas in die Richtung rieche ich da jetzt. Ich bin mal gespannt. Ich probiere einfach mal aus der Dose. Wie gesagt, da steht auch schon länger da. Ich hoffe mal, dass er jetzt noch gut genießbar ist, aber ist ja meistens eh nur Chemie in dem Zeugs. Von daher, Prost, aus der Dose natürlich. Schwierig. Oh, es ist schwierig zu beschreiben. Was war denn da nochmal drin, was ich da. Ja, doch. Ja. Es ist schwierig und man spürt jetzt keine oder schmeckt jetzt keine genaue. Kein Frucht raus oder keinen genauen Geschmack. Aber ich würde mal sagen, wenn ihr so einen Lipton Sparkling-Eistee nehmt und diesen aufmacht, ich glaube Pfirsich, ja, oder Zitrone, also man kommt diesem Geschmack relativ nah. Aber ich würde sagen, so wie es draufsteht, kommt der Birnengeschmack am meisten raus. Aber ich habe jetzt nichts Vergleichbares mit Birne. Aber es ist schwierig, schwierig. Die Kohlensäure ist fast gar nicht vorhanden. Oder zumindest, ja, es ist wenig da. Aber dann schmeckt sie auch fast gar nicht. Ganz wenig.
Aber ja, es hat diesen. Ja, es ist. Auf Birne kommt auf jeden Fall am meisten durch. Das kann ich so jetzt sagen. Es ist zwar relativ fad, aber. Auf jeden Fall ein sehr leckerer Energy Drink. Aber jetzt, wo ich gerade wieder dran denke, Arizona. Wenn ihr den mit Honig probiert, habt ihr ungefähr so eine Geschmacksnote. So diese mit Honig, ein bisschen mit Kohlensäure versetzt. In diese Richtung geht das ungefähr. Es ist jetzt, reiht sich irgendwie komischerweise nicht in diese Arizona-Sparte mit ein, zum Beispiel mit diesem Honig und dem, was haben wir noch? Lemon und Pfirsich, was sie also haben. Auf jeden Fall ist es ein wirklich toller Energy Drink. Also ich vergleichbar jetzt mit dieser Rockstar oder Monster-Geschichte ist der jetzt nicht vergleichbar. Er geht schon in diese Tee-Richtung, wenn jetzt so ein Arizona Honey und so weiter probiert, diesen standardmäßigen in dieser türkisfarbenen Dose. Er geht in die Richtung von diesen standardmäßigen. Aber so wie es da jetzt drauf steht, Birne, wird es da nicht draufstehen, wenn ich nicht drauf komme, aber Birne kommt so schon ein bisschen raus. Bis da steht Birne. Birnensaft, also zumindest Konzentrat. Und wie gesagt, macht so eine Sparkling-Dose auf, gibt es bei Netto, Penny, was weiß ich. Macht sie auf, riecht dran und so, das ist dieser erste Geschmack. Man schmeckt auch, ich sag mal, man schmeckt die Kohlensäure, man merkt, dass da Kohlensäure vorhanden ist, aber geschmacklich, ja. Ein Arizona-Eistee mit, ja, ein bisschen Kohlensäure. Aber sehr erfrischend, muss ich sagen. Schade, dass es den jetzt nicht mehr gibt, habe ich auch erst wieder erfahren. Dass es den zumindest nicht mehr zu kaufen gibt. Aber sehr, sehr erfrischend auf jeden Fall. Wie gesagt, nehmt euch einen normalen Arizona oder ja, diesen normalen Energy, nicht Energy, Entschuldigung, normalen Teegetränke. Ja, dann kommt ihr ungefähr in die Richtung von diesem. Es ist auch, wie gesagt, mit Kohlensäure versetzt, aber was ist da noch drin? Orange, ja, Mango, Birne, Orange, das trifft eigentlich ziemlich den Apfelsaft. Naja. Ja. Zitrone auf jeden Fall halt auch. Also so Birne, Zitrone, so es ist ein Zitronenartiger. Ihr könntet diesen Arizona Zitrone probieren. Und dann kommt ihr so ungefähr in die Richtung. Halt noch ein bisschen mit. Der ist noch mit Kohlensäure versetzt, der normale Eistee ja nicht. Aber in die Richtung geht er ungefähr in die Sparte. Ist auf jeden Fall ein sehr erfrischender Energy Drink, den man so, wie gesagt, in die Orangen-, Zitronen-, Limonade-Ecke einräumen könnte. Wie gesagt, mir gefällt er auf jeden Fall. Wenn es ihn geben würde, würde ich ihn euch wirklich sehr empfehlen. Kauft ihn euch. Vielleicht habt ihr Glück und ihr kriegt ihn auf irgendeiner Website noch, aber ich bezweifle es. Auf jeden Fall, das Dosendesign top. Geschmack. Top, wirklich top. Würde ich jedem empfehlen. Ja, aber sorry, dass es jetzt ein bisschen gedauert auf den Geschmack zu kommen. Es ist halt wirklich schwer, aber ich sag, wenn man an Energy Drinks denkt, dann denkt man, ja gut, es ist Energy Drink. Es schmeckt, geht in die Energy Drink Richtung, aber man muss bedenken, dass es ja ein Arizona Energy Drink ist. Und da müsst ihr eher an diese Arizona Sparte denken. Und wie gesagt, probiert diesen Zitrone, wenn ihr nicht schon probiert habt. Und wie gesagt, riecht an so einem Lippen, macht ihn auf, diesen Lippen Sparkling auf jeden Fall. Macht ihn auf, riecht dran und so diesen Geruch, der kommt da. Ja, zum Nachhinein kommt so Mango-Pfirsich-Geruch raus. Also wirklich, so wie es draufsteht, auch 10% Fruchtgehalt. Finde ich cool. Gibt es hier beim Rockstar, glaube ich, nur bei dem Juiced. An Fruchtgehalt. Aber ansonsten, ja, Arizona. Energy Drink. Das ist größtenteils meine Review. Wie gesagt, wenn ihr ihn habt, probiert ihn. Oder wenn ihr ihn findet, probiert ihn. Von mir, geschmacklich würde ich jetzt sagen, ja, wenn ich jetzt sage, es ist ein Orangengetränk, dann würde ich geben, ja, würde ich 8 von 10. Das ist top. Design finde ich auch. Würde ich auch 8 von 10 geben. Finde ich top. Ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Es ist ein tolles Getränk. Wie gesagt, leider nicht in Deutschland erhältlich. Aber ich verlinke euch, wie gesagt, die Seite unten, den Laden unten, wo ich das Getränk gekauft habe damals. Und ja, ich hoffe nichtsdestotrotz, dass es euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr liken, kommentieren, teilen, wie ihr wollt. Wollt, genau, wie ihr wollt. Links zu Facebook, Twitter und Instagram
alles unten in der Beschreibung. Und ja, ansonsten würde ich sagen, das war's zu meinem Video zum Arizona Energy Drink. Und ich hoffe es, wie gesagt, hat euch gefallen. Ansonsten würde ich sagen, wie immer, danke fürs Zuschauen.